Moin moin und herzlich willkommen zurück zum Microsoft Flight Simulator 2020. Und ja, wir sind hier in den Landeherausforderungen und zwar im Anteil der berühmten Landeherausforderungen. Ja, und vor kurzem habe ich hier die Landung in Hachijojima in Japan durchgeführt. Ja, mein erster Versuch war direkt positiv mit 1,2 Millionen Punkten. Alle anderen danach waren schlecht. Schaut es euch an, sagt mir, wie viel ihr da erreicht habt. Ja, und ihr seht, alle anderen Landungen habe ich noch nicht ausprobiert. Jetzt möchte ich aber auf die ganz andere Seite des Erdballs, nämlich nach Südamerika, Rio de Janeiro in Brasilien. Landeherausforderung. Der internationale Flughafen Rio de Janeiro, Antonio Carlos Jobim Galeão, okay, befindet sich auf einer Insel in der Guanabara-Bucht und fungiert als der primäre Flughafen für Rio und auch als zentrales Gateway nach Brasilien. Auf ihrem Weg zur Landebahn 33 kommen Piloten in den Genuss einer der schönsten Aussichten des ganzen Planeten. Und während eine Landung auf diesem Flughafen keine allzu große Herausforderung darstellt, ist hingegen eine perfekte Landung mit einer A320 alles andere als ein Kinderspiel. Gut, wir sehen es hier vorne, da müssen wir landen. Wie immer, Sweet Spots, Rio, Zuckerhut, alles drum und dran. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Also Anflug mit 160 Knoten, 140 Knoten bei der Landung halten, runterkommen, landen. 350 Grad, 4 Knoten von vorne, der Wind, also dann leicht von rechts kommt, wenn wir aufkommen. So, Autopilot ist off. Wir haben vermutlich das Fahrwerk draußen. Ja, das ist korrekt. Wir werden die Flaps dementsprechend runternehmen. Und jetzt muss ich doch mal gucken, dass wir da auch hinkommen, wo wir hinkommen wollen. 2500. Ne, leichter Sinkflug. Und dann möchte ich natürlich hier vorne den Sweet Spot direkt erwischen beim ersten Mal. Mit 140 sollen wir da ja ungefähr landen. Gucken wir mal rein. Parkbremse können wir auch noch lösen. War falsch eingestellt hier bei mir am Controller, haben wir gesehen in der Mittelkonsole gerade. Ja, und vielleicht haben wir auch noch mal einen kleinen Augenblick, um hier aus dem Fenster zu gucken. Rio de Janeiro in der Microsoft Standard-Konfiguration. Das schaue ich mir auf jeden Fall auch noch mal mit einem kleineren Flugzeug an. Und wir sind natürlich schon einen Ticken zu tief. Ne? Die Papi-Lichter sehen wir da vorne gerade auftauchen. Die sind deutlich rot. Ja, und jetzt müssen wir langsam mal ein bisschen die Höhe halten, damit wir nicht gleich im Wasser aufsetzen. Ah, schon sehr nah am Wasser, wie wir jetzt hier gerade reinkommen. 500. Aber fürs erste Mal, wir müssen ja auch erstmal orientieren, wo wir denn jetzt überhaupt hin wollen und hin müssen, ne? Und an den Winden kann es also eigentlich schon mal nicht liegen, wenn das hier nicht klappt, bei 4 Knoten Seitenwind. Sollte das eigentlich keine Herausforderung für uns darstellen? Flaps full. 300. Ja, jetzt nicht nach oben gehen. Und auch hier ist es so, mein Controller ist für den A320 Fly-by-Wire eingestellt. 200. Heißt, es gibt hier deutliche Abweichungen von dem. 100. Na komm. 60. 50. Wow.
gibt hier deutliche Abweichung von meiner Kontrollstellung und dem, was wir hier gerade sehen. Also viel zu früh aufgesetzt, viel zu viel Geschwindigkeit verloren, leider Gottes. Weil der Controller, der Throttle, der Airbus TCA, ja, ganz einfach anders eingestellt ist. Nichtsdestotrotz, ja, halbwegs gute Landung, 256.000, das machen wir nochmal. Gucken wir uns mal an, also die Reibungslosigkeit, die war ja, in Ordnung, 100 Punkte, Präzision, waren wir 649 Fuß entfernt vom Aufsetzpunkt und auch ein Ticken versetzt. Also, Neustart. So, welcome back, zweiter Versuch. Ich muss mal eben meinen Controller wieder einstellen, wie gerade beim ersten Versuch natürlich auch schon gesagt. Er ist eingestellt auf den Fly-by-Wire-Mod und nicht auf den Microsoft-Standard. Deswegen, ich befinde mich gerade mit meinem händischen Controller tatsächlich schon bei Climb und FLX. Und wir sehen das hier, da sind wir gerade ein bisschen über der Idle-Stellung. Und das natürlich eher suboptimal, um hier richtig reinzukommen. Nichtsdestotrotz machen wir das natürlich. Und ja, ich möchte jetzt aber trotzdem den Controller nicht wieder umjustieren. Dazu habe ich übrigens auch ein Video hochgeladen. Könnt ihr euch gerne angucken. How to calibrate den TCA Quadranten für den Fly-by-Wire-Mod. Kann, glaube ich, hilfreich sein. Wenn man da Probleme hat, bei mir war es immer so, dass sobald ich meinen Schubhebel hier benutzt habe, er bei Climb festhing, beziehungsweise nicht wieder auf Idle oder Reverse zurückging. Und ja, mit der Kalibrierung, die ich da einmal darstelle und anzeige, sieht man dann ganz gut, wie man das lösen kann. Dauert auch nur 5 Minuten das Video, also kann man sich gerne angucken. Und ja. Auch an der Stelle hier nochmal, wenn euch das Video gefallen sollte, dann lasst mir gerne ein Like da, gerne einen Daumen nach oben. Und ja, falls ihr mehr davon sehen wollt und noch kein Abonnent sein sollte, dann drückt auch gerne auf den Knopf. Immer gern genommen, supportet mich damit und ja, dann sehen wir uns bei vielen anderen Videos oder auch demnächst mal wieder im Livestream. Hoffentlich wieder. So, durch die Flaps verlieren wir natürlich wieder Geschwindigkeit, das heißt, wir müssen ein bisschen mehr Gas geben. Nicht, dass wir den gleichen Fehler gleich haben wie beim ersten Landeversuch. Wobei das gerade schwierig ist hier mit den Schubhebeln die richtige Position zu finden. Das sind jetzt minimale Bewegungen, die ich hier gerade durchführe. Kommen auch leider noch ein bisschen schräg rein. Probier mal mit den Pedalen ein bisschen gegenzusteuern. 60. So sieht es eigentlich ganz gut aus. 50. Natürlich trotzdem zu tief, also Zaun 50. Hier im Weg. 30. 20. Da hätten wir die Lampe mitgenommen. Retard. 5. Ja, also leicht versetzt natürlich, wieder ärgerlich. Welcome to Rio. So, aber deutlich besser, wenn auch noch nicht im Alpha-Bereich. 753 Punkte, 1000 Punkte. Gucken wir mal. Also Reibungslosigkeit schon fast gut gewesen. Bodenrollen, ja, zu weit nach links versetzt, das war klar. Und Präzision 270 Fuß entfernt vom eigentlichen Spot. So, dritter Versuch der Landung
mit der A320 in Rio de Janeiro. Erster Versuch war kläglich, zweiter Versuch war schon deutlich besser. Und ja, hier vorne links sehen wir Rio. Das möchte ich mir natürlich auch gerne nochmal angucken mit einem kleineren Flugzeug. Und da mal drüber fliegen, war noch nicht da, würde es gerne mal sehen. Was ich, wie das bei euch ist, wart ihr schon mal in Rio? Hattet ihr schon mal die Gelegenheit, darüber zu fliegen und euch das anzuschauen? Vielleicht beim Karneval oder ähnlichem? So, ich probiere mal die 160 zu halten, vielleicht jetzt auch mal ein bisschen in Richtung 140 runter zu gehen. Flaps gehen rein. Also eine Stufe weiter runter natürlich. Und ja, jetzt drehen wir uns langsam mal rein in den Spaß. Und gucken mal, dass wir dann auch diesmal die Höhe richtig halten. Geschwindigkeit richtig halten. Ein paar Pi-Lichter sieht man so leicht. Ich würde sagen, wir sind auch schon wieder ein Ticken zu tief. So, leicht gegensteuern. Dann kommen wir jetzt eigentlich ziemlich gerade drauf zu, auf unsere avisierte Start- und Landebahn. Jetzt probieren wir mal den Sinkwinkel. Das heißt bestimmt anders. Kommt gerade nicht auf den Namen. Den Winkel im Abflug, nehmen wir es mal so. Ein Ticken geringer zu halten. Also wir sind schon wieder viel, viel zu tief. Flaps gehen schon mal full. Und dann kommt es gleich darauf an, dass wir möglichst in der Mitte landen natürlich. Also gerade waren wir ja deutlich ab vom Schuss. Und vielleicht diesmal nicht durch den Zaun fliegen, wie beim letzten Mal, ne? 140 Knoten haben wir. 145 vielleicht. So, und jetzt können wir langsam wieder ein bisschen an Höhe verlieren. Ja. 60. 50. 40. 30. 20. Retard 5. Leicht schräg reingekommen. Ja, ich denke, die wird ein bisschen besser gewesen sein, die Landung, aber will da nichts beschreien. Ja, 738.000, mein Rekord war bei 753.000. Also, zwar ein Ticken besser, aber insgesamt noch nicht sonderlich gut. Also, 239 Fuß entfernt von dem, wo wir eigentlich hin wollten. Bodenrollen 63 Fuß. Hier geht auf jeden Fall deutlich mehr. Also wir waren schon wieder zu weit weg von der Mittellinie. Und ja, Reibungslosigkeit hätte auch besser sein können. Okay, einen letzten Versuch, einen vierten führe ich noch durch und dann soll es das gewesen sein. Ha, Rio. Wenn es da nicht so brutal und gefährlich wäre. Ja, keine Ahnung. Muss man mal hin, wahrscheinlich, um es selber zu sehen und erleben. Und dann mal gucken, wie es da vor Ort tatsächlich ist. So, der letzte Versuch war ja halbwegs erfolgreich.
Wir haben das gesehen, knapp unterhalb der höchsten Punktzahl, die wir erreicht haben, 700 noch was, 1000, 750, was derzeitiger Rekord, ja, ist natürlich immer noch einfach zu niedrig von den 2 Millionen, die wir erreichen können. Ja, und jetzt gucken wir mal, dass wir da möglichst reinkommen, wo wir reinkommen wollen, nämlich im Sweet Spot sozusagen. Mit der richtigen Geschwindigkeit und auch bitte nicht versetzt, wie beim letzten Mal. Das war ja das eigentliche Problem. Sanftheit der Landung, ja, war auch noch ausbaufähig. Aber ja, so einen leichten Seitenwind haben wir. Ja, und auch hier wollen wir natürlich wieder nicht zu tief reinkommen. Bisschen Schub können wir mal rausnehmen. Flaps full. Und ihr hört es vielleicht an den Triebwerken. Ich muss hier wieder ein bisschen nachsteuern, dass wir die 140 Knoten nicht unterschreiten und dass wir auch nicht zu tief reinkommen. Das heißt, Sinkgeschwindigkeit ist schon wieder deutlich zu hoch. Nicht zu schnell werden. 300. Diese Winde hier von der Seite. Einmal musste in die Pedale treten, das nächste Mal wieder nicht. Flaps sind ja full. Fahrwerk ist draußen. 100. 60, 50, 40, 20, Retard, 5. Ja. Halbwegs in der Mitte, natürlich immer noch leicht links versetzt. Hier sehen wir es ganz gut. Das wird wieder nicht die maximale Punktzahl sein. Aber deutlich besser. Guckt euch das an. 1,14 Millionen Punkte. Also hat sich gelohnt, noch einmal den vierten Versuch zu wagen. Und ja, gut, Bodenrollen, ne, immer noch zu weit versetzt. Dafür waren wir fast auf dem Sweet Spot drauf. Wir haben tatsächlich jetzt nur noch 120 Punkte roundabout gefehlt. War noch nicht mal 106, wenn ich das richtig sehe. Und ja, Reibungslosigkeit war auch schon ziemlich gut. Nun denn, also, schreibt mir wie immer gerne rein, wie viele Punkte ihr hier erreicht habt. Ihr könnt mich auch gerne adden, seht ihr hier meinen Namen dann auch im Hauptmenü und bei anderen der Flüge natürlich auch. Ja, und dann ja, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und ja, dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, wieder in der nächsten Folge. Solltet ihr noch kein Abo haben, drückt auch gerne auf den Knopf, ja, und macht die Glocke an. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao und bye, bye.